Jetzt ist wichtig die Thematik drüberlaufen. Was meine ich damit? Wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, der Rechtsfuß soll den Freistoß schießen, dann ist es ganz wichtig, dass hier der Linksfuß über den Ball drüber läuft und so tut, als wie wenn er schießen würde. Weil was passiert? In diesem Moment macht der Torwart 9 von 10 Mal, macht er natürlich einen Schritt zur Seite, weil er natürlich nicht weiß, wer hier schießen wird. Und wenn da ein Linksfuß ist, wohin geht dann meistens der Ball? Natürlich versucht dann hier ein Linksfuß meistens über die Mauer in diese Ecke zu schießen. Meistens. Und wenn er da jetzt drüber läuft, dann wird, wie gesagt, höchstwahrscheinlich der Torwart aus Reaktion einfach einen Schritt rüber machen in diese Ecke. Und das ist dann die Chance für uns, wenn dann der Rechtsfuß schießt, dass er vielleicht scharf in die Torwart-Ecke schießt. Sagen wir mal, diese Spieler werden jetzt manngedeckt. Diese Spieler laufen zum richtigen Moment, wenn er, natürlich wenn das einstudiert ist, laufen sie in Richtung Tor. Das bedeutet, dass hier der Bereich 11er, 16er Bereich frei wird. Wenn natürlich die Gegner Manndeckung spielen auf unsere Spieler und wenn hier natürlich keiner steht von den Gegnern, das ist natürlich klar, weil wenn einer hier den Bereich zudeckt, dann ist das sowieso nicht möglich. Aber wenn hier keiner ist von den Gegnern, dann ziehe ich diese Spieler mit und dann kann zum Beispiel von hinten sich ein Spieler lösen, kann dann in diesen Bereich kommen und wir könnten dann hier flach zurückspielen und dann kann es direkt zum Torabschluss kommen. Da wäre es natürlich von Vorteil, wenn es vielleicht ein Rechtsfuß spielen würde, aber es ist auch kein Problem, wenn das hier ein Linksfuß spielen sollte. Hier, zweite Stange. Warum? Erstens einmal kann ich, wie schon vorher erwähnt, kann ich zum Beispiel auch diesen Bereich blocken, indem ein Spieler im Abseits steht und ihn dann vielleicht blockt, damit, wenn die Linie sich nach hinten fallen lässt, dieser Bereich frei wird. Oder aber ich muss ja nicht im Abseits stehen, ich kann ja auch vielleicht hinter dem Spieler stehen und blocke diesen Spieler, wenn der Ball reingespielt wird, blocke ihn und der Ball kommt daher. Warum ist die zweite Stange jetzt so interessant? Weil, wenn unsere Spieler, sagen wir mal von hier auf die zweite Stange reinlaufen, dann haben sie immer einen Vorteil gegenüber den Gegenspielern. Weil was ist der Vorteil? Wenn die Linie hier steht, schauen sie natürlich zum Ball. Wenn der Ball kommt, lasst sich die Linie natürlich nach hinten fallen und diese Spieler sind ja meistens in einer Rückwärtsbewegung, weil sie natürlich sich nach seitlich bzw. rückwärts nach hinten fallen lassen, wenn ein hoher Ball kommt und wenn unsere Spieler dann hier von vorne durchlaufen, dann haben sie natürlich immer einen Vorteil, was die Sprunghöhe angeht und den Anlauf, weil wenn du hier mit vollem Tempo in diesem Bereich reinläufst, überspringst du natürlich deinen Gegenspieler, der nach hinten läuft und nach hinten wegköpfeln will. Und du, wenn du mit vollem Tempo nach vorne hinläufst, dann hast du, wie gesagt, immer einen Vorteil.